Tomaten ansehen. Hallo, willkommen bei der Gattin Moni. Für mich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich meine Tomaten ansehe. Also ich muss halt jetzt dazu sagen, Cocktailtomaten und Buschtomaten habe ich schon ein paar angesät, sind aber noch nicht aufgegangen. Und jetzt will ich die Stabtomaten ansehen, die man normal im Garten so in die Beete pflanzt, was ich ja heuer auch nicht machen will. Ich will alle in große Kübel pflanzen. Aber ja, ich mache das mit dem Tomatenansehen so, wie es meine Mama immer gemacht hat. Die hat Ende März den ersten Teil angesät und 2 Wochen später hat sie noch einmal eine angesät, also so ungefähr die gleiche Menge. Und weil sie immer gesagt hat, dann kommen nicht alle auf einmal. Und das stimmt doch, ne? Wenn die dann anfangen zum Reifen und man hat die auf einmal ausgesät, dann fangen die ja auf einmal zum Reifen an. Und da hat man immer so Unmengen. Und so ist der zweite Teil, der braucht dann länger, bis er, müssen ja erst wachsen, dann kann man vom ersten Teil schon wegen abernten und bis der zweite Teil wieder da ist. Ne? Irgendwann sind es natürlich beide, sind an beiden rote oder reife Tomaten dran, das ist klar. Aber es ist am Anfang hat man dann wenigstens einen kleineren Teil und zum Schluss dann hat man auch länger. Also ich mache das jedenfalls so, habe ich schon immer gemacht. Und Ende Januar, Ende März sehe ich das erste Mal an. Und dann Anfang April, also so in 2 Wochen circa, kommt dann der zweite Teil dran. So, und das mache ich jetzt. Ich habe mir jetzt meine Tomatensamen rausgesucht. Ich nehme jetzt heuer ganz normale Tomaten. Das ist unter anderem Harzfeuer habe ich da. Hellfrucht mache ich sehr gerne. Und die Fantasia, die mache ich ja ganz besonders gern, weil die kriegen nicht immer so einen grünen Strunk. Also die waren gleichmäßig schön rot. Der Samen ist zwar teuer und letztes Jahr habe ich von denen einmal keine Kerne genommen zum Säen dann, weil ich habe gedacht, jetzt kaufe ich mal wieder eine und dann kann ich wieder ein paar Jahre lang immer wieder eine nehmen, weil da habe ich auch schon festgestellt, entweder war es Zufall oder es ist tatsächlich was dran, wenn man jahrelang immer wieder von den Tomaten, von den gleichen Tomaten, den Samen wegnimmt fürs nächste Jahr, irgendwie werden die dann nicht mehr so, ich habe nicht mehr so viel dran gehabt und die sind auch nicht mehr so groß geworden. Kann Zufall auch gewesen sein, aber ich mache das halt so jetzt heuer, aber man mal einen Samen kauft. Ja, Fantasia und dann habe ich noch eine da, die heißen Matteo oder so ähnlich. Habe ich jetzt schon weggerissen. Egal, die probiere ich dann auch aus. Ja, und dann natürlich, da habe ich den Samen weggenommen. Das schaut nicht so schön aus, aber ich habe das so drauf gelassen. Da habe ich noch letztes Jahr das Video gehabt von Tomaten. Da war dann die größte 803 Gramm. Und das war, also die hat erstens war sie schön groß und die hat viele große Tomaten dran gehabt. Und zweitens, ja, war sie eben gut, ne? Die hat uns geschmeckt, so wollte ich sagen, ja. Und die möchte ich eben wieder reintun und da sehe ich auch. Und das mache ich auch alles auf zweimal, ne? Ja, und da fange ich jetzt dann nochmal an. Ich nehme so eine Ansaaterde. Ich habe da eine Bio-Ansaaterde da. Meine Mama, die hat immer Gartenerde genommen und es war genauso. Aber ich habe halt jetzt die Bio-Ansaaterde da und da verwende ich die jetzt dazu. Und dann will ich noch einen Versuch starten. Die Kerstin hat ja schon mal in einem Video drüber gesprochen. Die hat ein, muss ich jetzt mal herholen, Vermiculit. Ja, und mit dem möchte ich eben einen Versuch starten. Das wird eigentlich verwendet in dem Bereich Terrarium und die Kerstin hat auch schon mal mit Katzengras probiert, das anzusäen und es hat schön geklappt. Und dann haben wir gesagt, das probieren wir jetzt mit Tomatensamen auch einmal. Und wer Interesse hat, kann einmal von der Kerstin das Video anschauen. Der Link, der steht in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mal nachschauen, was das genau ist. Ja, und da fangen wir jetzt einmal an. So, ich habe jetzt was hergerichtet. Hier ist dieses Vermiculit. Ach, das sind so Wörter, die ich immer nicht im Kopf behalten kann. Ja, und da sehe ich jetzt von 4 Sorten je ein Korn rein. Und da schauen wir mal. Da fange ich gleich einmal an mit der Tomate, die so groß war. Gebe ich einmal da hinten rein. Tomatensamen gibt man so zwischen 5 und 10 mm unter die Erde. Also ich drücke einfach jetzt mit dem Finger ein bisschen drauf, so. Und dann tue ich mein Schild rein. Ich weiß ja nicht, wie es geheißen hat. Ich habe jetzt draufgeschrieben, 803 Gramm Tomate ist das, ja. Und das Datum natürlich 27.03. So, und das gebe ich jetzt da mal rein.
Dann mache ich die nächste, das ist die Fantasio. Ja, die Fantasio, die mache ich ja sehr, sehr gern, muss ich sagen. So, da gebe ich dann auch eine rein. Da bin ich dann gespannt, was besser wächst in der Erde, also was besser aufgeht und als Keimling dann gut wächst. Oh, die sind klein, die Samen, das sieht man, ne? Da habe ich einen vom Fitstift. Ziemlich klein. Also, da gebe ich jetzt einmal da einen Korn rein. Das ist reingefallen. Auch da runter. So, dann gebe ich mal Schild drauf, wieder mit da drum, jawohl. So, das lege ich einmal gleich da drauf. Muss ich auch noch Schilder schreiben. So, das ist jetzt einmal. Dann die Harzfeuer natürlich. Die will ich auch wieder rein tun. Die ist sehr ertragreich. Die Fantasio, das ist eine, die ist also wirklich sehr resistent gegen die Braun- und Krautfäule. Deswegen nehme ich die auch noch so gern. Also das ist tatsächlich, da habe ich noch nie was dran gehabt. Ich bin eigentlich von der Tomate begeistert. Warum geht denn das nicht raus? Ja, die schauen ganz anders wieder aus. So. Die tue ich jetzt da rein. Jetzt ist reingefallen. So, da drauf. Die Harzfeuer. Die habe ich jetzt dann da drin, muss ich mal merken. Und die Hellfrucht mache ich auch noch. Und die Tomaten, wenn die mal zum Pflanzen sind, also nach den Eisheiligen zum Rausgehen, die gebe ich das mal fast alle in den Kübel. Ich habe da einen Platz jetzt in meinem Garten, da stehen sie geschützt und ich will das ausprobieren, weil ich habe festgestellt, meine Tomaten, die ich alle in Kübel und Töpfen drin gehabt habe, die sind schöner geworden, die waren geschützt gestanden bei mir und die ich draußen im Beet habe, da zieht es immer wieder mal durch und so. Die waren nicht so ertragreich, auch nicht so schön, die ganzen Pflanzen. So. Sturm hat es auch erwischt. Und der Sturm hat es erwischt, ja, der hat es ja umgehaut gehabt. Ja, letztes Jahr, das war ja ein Katastrophenjahr mit Sturm. So, und das ist die Hellfrucht. So, lassen wir mal so. So, dann da habe ich gesagt, das ist die Fantasia, da tue ich jetzt die zwei rein. So, ich drücke die dann rein, ne, so einen halben bis einen Zentimeter. Da die Hellfrucht, da vorne habe ich schon gemacht. So, da habe ich die große, die ich auf dem Küchenpapier gehabt habe, die klebt ja, da kleben ja die Samenkörner drauf. Wenn ich es nicht runterbringe und dann geht ein bisschen Papier mit runter, das macht gar nichts, das kann man ruhig mit rein tun, gell? Also da braucht ihr nicht rumzupfen, da ist es auch unten dran, sieht man. Kommt auch rein, so, alles reingedrückt, das wird dann vorsichtig hier angegossen, also angefeuchtet, keine Überschwemmung, weil nicht, dass es dann wegschwemmt. So, überall ist es darum drauf, ich habe also immer diese Reihe genommen, das sind jetzt Harzfeuer, habe ich dann praktisch 6 Stück, 2, 4, 6, die 803 Tomate, die habe ich dann dreimal, die Hellfrucht dreimal und die Fantasia dreimal. Und das ist jetzt einmal erste Ansaat und in 2 Wochen mache ich das dann wieder. Und wichtig ist, dass die immer schön also feucht sind, nicht dass sie wieder trocken wird und dann wird ja die Keimung unterbrochen. Ne? Und dann gehen die manchmal überhaupt nicht auf, das passiert dann einmal. Ja, ich lasse die jetzt auch einmal dastehen. Und so, das dauert so circa 10 Tage meistens, bis sie aufgehen. Manchmal geht es ein bisschen eher auf, manchmal ein bisschen später, also keine Sorge. Und ich habe jetzt absichtlich ein bisschen mehr gemacht, weil es kann ja sein, dass einmal ein Körnler nichts wird, dass das nicht aufgeht. Das kommt immer mal vor. Aber ich hoffe also schon. So, und jetzt, Kerstin, musst du mir noch sagen, wie nass muss man das da machen? Das da? Also das Substrat, das muss halt einmal jetzt richtig durchfeuchtet werden. Das heißt, am Anfang braucht man ein bisschen mehr Wasser. Bloß halt auch nicht drüber schütten, weil sonst schwemmst du ja wahrscheinlich den Samenkorn auch wieder weiter weg. Und dann halt ganz normal, wie die Erde auch immer, feucht halten. Aber das Schöne an dem Substrat ist, dass es die Feuchtigkeit ziemlich gut speichert.
Also braucht man das nicht so viel, nicht jeden Tag Ja, wenn dann gießen. ansprühen, aber man braucht dann im Nachhinein nicht mehr so viel Wasser, also habe ich den Eindruck zumindest, weil es ja Ja. insgesamt ziemlich gutes Wasser speichert. Ja. Okay, ich nehme jetzt einmal gebastelte Gießhilfe und versuche jetzt das einmal vorsichtig. Ah, jawohl. Dann geht nicht, das geht schön vorsichtig drauf. Reicht es schon, oder? Lieber ein bisschen mehr. Notfalls läuft es ja unten Ja, raus, ne? Da ist genau, ein Loch drin. ja. Weil das Wasser sickert ja nach unten und der Ja. Becher ist ja voll mit dem Substrat. Das muss ich jetzt einmal erstmal voll Ah saugen. ja. So, ja. Und Kann dann man sollte. natürlich auch anders machen, ne? Mit einer kleinen Gießkanne so, aber ich mache jetzt das lieber, da habe ich mehr, ein besseres Gefühl, dass ich dort den Samen nicht so wegschwemme. Ups, warum kracht das? Ah, muss wieder Luft rein. Jetzt ja. Da nehme ich immer, was ich da habe, ob jetzt das Klopapierrollen sind oder Eierbecher. Ich kaufe jetzt da nichts mehr. Man kann auch einmal Plastik-Joghurtbecher nehmen, weil die haben ja auch viele essen ja Joghurt, ne? Und dann kann man die auch nehmen. Also immer alles verwenden, was man normalerweise wegschmeißt, das kann man immer noch brauchen. Ja? Muss man nichts kaufen. So, das auch. Ja, die muss immer wieder Luft rein. Ach, da ist nicht mehr viel Wasser drin, ja. Aber das reicht jetzt noch. Jetzt ist leer. Jawohl, jetzt muss reichen. Und außerdem kann man ja noch einmal ein bisschen nachgießen. Ne? So, das war's dann. Jetzt hoffe ich habe es darum auch drauf geschrieben, also so circa 10 Tage müsste das spätestens oder 14 Tage aufgehen. Sagen wir mal, zwischen 10 und 14 Tage heißt es immer. Aber es geht auch manchmal schon nach 7 Tagen auf. Ne? Lassen wir uns überraschen. So, und also wie gesagt, der Zeitpunkt, den halte ich für den besten. Ich habe da, wer da Interesse hat an Tomaten ansäen und überhaupt die Tomatenzucht, ich gebe einen Online-Kurs, da könnt ihr mal nachschauen. In der Videobeschreibung unten steht alles dann drin, da ist ein Link dabei. Und wer meine Arbeit unterstützen will, der kann mal im Shop vorbeischauen. Da gibt es unter anderem die Tasse, die Gartenmoni-Tasse. Die könnt ihr dann ja, zu euch heimholen. Dann holt ihr die Gartenmoni zu euch heim und dann trinkt man zusammen Kaffee. Ja, wenn es schon nicht anders geht. Ne? Ja, das war's dann. Wenn euch das Video gefallen hat und ich euch helfen konnte, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke fürs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmoni. Tschüss!